Und Heidi, ho meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man, natürlich wieder mit dem Jusen und dem David am Start. Yo, yo, yo! Da seht ihr schon das grüne U und da unten steht der David. Und da unten ist Kay. Bei mir wird er immer Kay bleiben und ich nenne ihn immer nur Kay. Weiß nicht, muss einfach halt, Man in Black und so, ihr wisst schon. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht da draußen. Wir drei können nicht klagen, würde ich sagen. Oder sagt ihr was anderes? Ist okay, ist okay. Alles gut. Den Umständen entsprechend in der Welt. Naja, auch egal, da, über das wollen wir jetzt nicht reden. Wir zocken schön Sons of the Forest weiter heute. Und gucken mal, was wir heute so alle schicke treiben. Und wie oft wir sterben. David hat es schon mal gut vorgemacht, gerade wo ich umschalten wollte, ist er umgefallen. Hättest du nicht sagen dürfen, dann wäre es noch dann wäre es nicht einmal passiert bis jetzt. Ah ja. Toll. Okay. Wieder bist meine Schuld, wie immer. Ja, du bist so ehrlich zu deiner Community. Hör auf damit. Aus! Ich wieder. Aus, G-Man. Ja, aber ich glaube, ich werde auch so ein paar Mal sterben. Naja, ich werde mir Mühe geben. Dass es nicht zu oft wird. Das Schöne ist ja, wir haben ja keinen wirklichen großen Verlust. Keine Fähigkeiten weg, wie bei Valheim. Unser Equip haben wir auch noch alles, also es läuft schon. Ist schon. Hier zu sterben ist angenehmer als in Valheim auf jeden Fall. Ich habe gelesen, dass man im Singleplayer, wenn man zweimal hintereinander stirbt, ist der Charakter weg. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, du lügst. Ja, dann bist du irgendwie richtig gestorben, aber du bist halt trotzdem noch auf der Welt, aber ich sag mal so, dein Equipment musst du erstmal wieder nach. Ah, okay, also ist dein Koffer dann einfach weg, sag ich mal, den du immer finden kannst. Genau. Ja gut, im Solo-Game bin ich jetzt noch nicht einmal gestorben sogar, glaube ich. Aber du spielst doch Solo auch auf friedlich. Ja, nee, das stimmt. Ja gut, nee, das da sollte glaube ich der nichts sein. Ich weiß auch nicht, ob das echt ist, aber... Also ich hätte wenigstens bei friedlich wilde Tiere oder so erwartet, aber ist ja alles völlig human so. Ja, ist halt friedlich. Also ist klar, dass es da keine gefährlichen oder wilden Tiere gibt. Er gibt ja hier auch nicht wirklich. Nur halt die Eingeborenen sind die Bösen. Oder hast du schon mal einen Wolf oder sowas hier gesehen? Super. Wieder voll. Okay, wir waren noch nicht auf Vielleicht auf dem Berg, ja. Ja, ich würde gerade sagen, vielleicht auf dem Eisberg, aber da waren wir noch nicht. Sicher? Soll ich wohl was trinken? Na gut, was ist denn der Plan? Bevor wir wieder irgendwelche Höhlen machen, wollen wir vielleicht mal oben auf dem Berg so eine Seilbahn machen? Zu dritt bin ich da auf jeden Fall mutiger und euphorischer für, als wenn ich das alleine machen muss. Es gibt auf jeden Fall eine coole Sache, David. Man kann mit dem Schlitten nicht nur im Schnee fahren, du kannst auch durch Flüsse mit dem fahren. Ah, cool. Dann kannst du hier zum Beispiel oben runter vom Fluss fahren, dann bist du schneller hier unten. Genau. Das ist chillig. Also so eine Art Floß, ja. Das stimmt, ist ein Floß. Durchs Wasser rudeln. Okay, Rest ist Rolle. Nehmen wir erstmal mit. Können wir bestimmt irgendwie alles verwenden. Das habe ich schon mal rausgepackt. Was trinken wäre gut. Ja, wenn natürlich irgendwas mit Bild und Ton nicht stimmt, Leute, dann sagt da bitte im Chat gern Bescheid. Oder macht eine Anzeige bei der Polizei, wie ihr wollt. Ja, oder denn, wenn ich das für als YouTube-Folge fertig habe, auch gerne in den Kommentaren. Genau, weil Feedback ist ihm sehr wichtig. Ha, ohne Feedback keine Steigerungsmöglichkeiten. Genau, keine Verbesserung. David, so. Wollen wir den Trick mal probieren, den wir gesehen haben? Funktioniert nicht mehr, ich hab gestern schon auch probiert. Oh, schade. Man konnte nämlich Holz verdoppeln, wenn man vier Viertel übereinander gepackt hat und ein Holz versucht hat, davor auf den Boden zu legen, in dem es rot war. Um eine Mauer hochzustapeln, ist immer ein großes, komplettes Stamm. Ihr wisst schon, was ich meine, rausgeploppt. Na, Holzstamm ist schon richtig. Ja. Was wird das, David?
Ich versuche den hier eigentlich oben drauf zu setzen, aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht weil es zu groß ist, ich muss den nochmal teilen. Ich will einen großen noch oben drauf setzen. Ach so. Musst du dir wohl was anderes behilfsmäßig bauen, würde ich sagen. Ja, man kann sich leider. Kommst. Ja, David wollte Holz sparen, aber ich glaube, wir müssen halt schon so auf schräg aufeinander stapeln die Bums. Genau. Jetzt versuch mal. Und jetzt spring mal. Geht's dann? Ja, mach mal einen Flickflack. Mach mal einen Flickflack. Flickflack. Die Pfeile nach unten und das ist das Problem. Scheiße. Geht denn das? Ich glaube, Stamm auf Stamm geht einfach auch nicht so. Nee. Da geht Stamm auf Stamm. Ist homophob oder was? Ja, oder du musst wieder so einen Querbalken einmal machen. Und dann wieder drauf machen. Querbalken? Ja, hier einmal so quer lang. So. Genau. Ja, es geht ja immer sofort nach unten. So. Zack. Und wenn du hier auf der anderen Seite nochmal so einen Holzstamm hinstellst und dann versuchst, die oben zu verbinden? Das ist jetzt nochmal so meine letzte Idee. Na, ich glaube, so funktioniert das nicht. Nee, nee, nee. Da sagt die Physik so, nicht meine Uhrzeit, mein Freund. Aber es ist halt komisch, dass es hier locker funktioniert, ne? Und da denn gar nicht. Oh, das ist zu hoch. Vielleicht gibt es hier auch so eine Art. Nee, 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 ich habe schon höhere Türme gesehen. Oh, scheiße. Ich habe eins, achso. Ja, nee, anstatt das Seil habe ich das Ding gegriffen. Hier ist was. Machst du denn hier? Warum geht denn das? So. Nicht? Hab mal kurz mal die geguckt, sorry. Ja, siehst du, so habe ich es gemeint, genau. Und jetzt? Darauf drauf bauen, geht das nicht? Ach, ist doch. Nicht aua! Erstmal Peiler wehgetan. Aus dem Boot. Die Scheiße funktioniert nicht, ich muss jemanden die Zähne brechen. Alter, komm mal her, schnell. So, hat geklappt, Jusen. Jo, ich seh's gerade. Aber hier, Peiler, guck mal. Die Wand freut sich, dich zu sehen. Könnt ihr die Dinger da mal wegnehmen, dass ich hochkomme? Peiler, musst schon gucken. Komm mal kurz her, Peiler. Guck mal, die Wand freut sich, dich zu sehen. Siehst du diesen Holzstamm, der in der Wand direkt ist? Ja. Der freut sich, dich zu sehen. Ist eine Erektion. Ja, wir haben's verstanden. Wegen. Mr. Pink mit Katana. Finde ich immer noch doch dort. Das ist ja der Pink. Aber wie hast du das jetzt gemacht? Hast du ich bin da oben drauf gesprungen und konnten setzen. Genau. Ja, genau so. Und jetzt kannst du ja gucken, was passiert, wenn du den mittleren wieder wegnimmst. Kann ich nicht wegnehmen. Gesperrt. Ja, ich sage, man braucht das schon. Ja, ist gesperrt, ja. Ohne geht's nicht. Da hat der Jusen wohl recht. Ausnahmsweise. Hat der Jusen recht gehabt. Da oben auch was aufbrechen. Er muss erstmal wieder auf der anderen Seite einen Stamm hinstellen und dann wieder hoch. Jusen ist schuld. Wieso? Ich bin der Einzige, der hier immer einen guten Plan hatte. Du bist ja immer noch mit einem Baumstamm auf dem anderen versuchen. Ich erwarte keinen Dank, aber Kritik möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Beides von mir. Ihr macht das schon. So, sieht auf jeden Fall sehr komfortabel aus, dein Stuhl. Ja, ne, genau. Habt ihr euch ausgeruht? Ansonsten... Ne, ausgeruht bin ich noch nicht, ne. Ne, und ich, Alter, dauert ja auch ewig. Jetzt muss ich hier 5 Minuten sitzen bleiben, oder was? Warum ja. Ausruhen? Was ist denn ja, der Plan? Also, gehen wir jetzt hoch zum Dings, oder? Nicht. Gut, wenn du Essen trinken hast, geht es eigentlich auch mit der Ausdauer. Ich würde erstmal darüber legen. Ich werde halt gucken, erstmal wie lang die Zipline geht. Wir müssen, okay. Obwohl da hinten. Kann jemand vielleicht 2 Stämme mitnehmen? Jo, mach ich. Hast du nicht, dass wir da welche. Ah, okay. Ja, je nachdem, wie weit das geht halt. Ich habe schon mal 2 auf der Schulter, alles gut. Wasser nochmal auffüllen aus der Flasche, Leute. Hab ich gemacht schon. Jo, ich hab's auch schon. Flup, ich jetzt hoch.
So, ich hab was zum Heilen bei, was zu essen bei, was zu trinken bei, Waffen, bisschen Muni, Kopf, den muss man immer mitnehmen. Okay, bisschen Rüstung halt neu. Okay, okay, sollte passen. Katana. Schwing. Aber mit den zwei Stämmen auf der Schulter kann ich jetzt natürlich nicht kämpfen, ne? Na, wartet doch mal bitte. Dann gehe ich dich da an Jusen ran. Damit ich dich verteidigen kann, mein Freund. Das ist so nett. Und dann komm mal. David, vergiss aber auch nicht auf deine Füße zu gucken. Nicht, dass du wieder stolperst, wenn du die ganze Zeit aufs GPS starrst. Dennoch, und dennoch noch mit dem Bus nach Bus Pfeilschuss Bolzen Seilrutschen hier redet. Okay, das Maximale ist glaube ich hier irgendwo. What? Na, dann lass da hoch auf irgendeinen so. Baum ranmachen. Jo. Na wieso, hier können wir doch, einer reicht doch. Du brauchst nur einen so vertikal einstellen. Okay. Aber da oben ist ein Wald. Also ich finde Jusu sein, na okay. Vertikal, wie geht das? So, okay. Ich bin gleich wieder da. Ihr könnt ja schon mal vorlaufen. Okay. Wir warten, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wollt ihr denn nachher mal gucken, ob ich irgendwo denn mal, Fischreusen aufstellen kann? Ich glaube, die macht man ja nur aus Ästen. Und, Fallen wollte ich hochbauen, aber es sollte eigentlich in der Nähe von unserem Lager sein. Ja, sonst probier einfach einen Holzstamm quer auf den Fluss zu machen. Der wird ja gesagt, die Fische bleiben auch da zwischen. Ah, okay. Gut zu wissen. Wieder was gelernt. Da brauchst du, also probier es erstmal aus. Kann sein, dass sie das auch schon wieder gefixt haben, so. Weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal. Aber ich will ja auch die Sachen, die dafür da sind, mal ausprobieren. Weißt du, wie ich meine? Jo. Aber wie gesagt, guck auch bitte vorher, ob da irgendwelche Fische rumflattern. Naja, ich stell ja nachher die andere, die Kleinfalle auch auf, da wo ich Eichhörnchen sehe. Das bringt es ja nichts. Also das Problem ist, dass bei uns am Bach, dass es oben, dass die Quelle nicht von einem See kommt. Dadurch können bei uns nicht richtig Fische landen. Ja. Weil an einem Gebiet, wo es auch Fische gibt, kann zum Beispiel Calvin auch Fische aus dem Boden spawnen, also aus dem Wasser spawnen. Ja, blöde ist halt nur, sagt man jetzt so in dem Game, auch wenn wir jetzt irgendeinen coolen See finden und da irgendein Fertighaus hinbauen, aber das Problem an der Sache ist ja wieder, deine Verteidigung zu bauen. Man müsste ja dann wieder gefühlt einen halben Wald abroden. Baumhaus. Okay, oder wenn man ein Baumhaus, hast recht. Machen wir das größere Baumhaus? Gibt es überhaupt ein größeres? Also. Es gibt nur eine Plattform und. Naja, ist egal, sonst muss man sich das halt vielleicht versuchen, noch ein bisschen selber weiter auszubauen. Aber stimmt, wir wollten eigentlich Baumhaus bauen, hat David auch recht. Wir dürfen mal bloß hier Kay nicht sagen, dass er Bäume hacken soll, sonst hackt er unser Baumhaus irgendwann ab. Den Klassiker will ich nicht erleben. Muss nicht sein. Ich weiß halt immer nicht, wann Ende ist. Man hört es nicht irgendwie. Kannst du als Test nicht hier einfach mal kurz an einen Baum schießen und dann zugucken? Wie, was denn zugucken? Na, ob es überhaupt so weit jetzt schon geht. Nee, es geht ja soweit, aber die Schnur reißt einfach irgendwann ab. Achso. Ja, musst du aber ausprobieren. Schieß von hier auf den Stamm da hinten, wenn es denn fest bleibt. Guckst einfach, wie weit du noch zurücklaufen kannst. Oder sägt das falsch, Leute? Nee, das Prinzip hat er ja angewendet bei dem anderen Stamm da hinten. Um jetzt hier weiter zu laufen, um zu gucken, wie weit er laufen kann. Achso. Also, David hat da schon reingeschossen und ist losgelaufen, oder was? Ja, genau, genau. Ah, okay. Ja, genau, und das ziehst du dann und dann kommt immer dieses Rattern, sag ich mal. Rattata. Ah, shit, kommt man hier an. Ja. Jo. Scheiße, ich hab. Na, habt ihr zufälligerweise noch Dinger bei? Was? Warte. Ja. Warte, ich hab noch. Eins hab ich noch bei. Die restlichen liegen zu Hause. Ich habe noch 6 Seilrutschenseile bei. Falls du das gemeint hast. 6 schön wie der Laserpointer hier von der Pumpgun hier rüber leuchtet.
Achso, haben wir eigentlich noch Attachments, die ich nicht ausgewählt habe? Noch ein Licht theoretisch über. Alter, wir sind schon weitergelaufen. Achso, ja. Ah, okay. Sorry. Nee, alles gut, ich wollte dir nur sagen, nicht, dass du gleich von 20 Leuten angegriffen wirst und wir sind nicht mehr da. Feuerzeug bringt gar nichts gerade. Jetzt wird es nämlich wieder duster. Jo. Ich sehe nicht mehr, wo der Berg ist. Aber wenn euch das zu dunkel sein sollte, also so viel mehr als ihr seht, glaube ich auch nicht, kommt ja immer auf euer, ihr Red an, wo ihr drüber guckt und was ihr da in Helligkeit und Kontrast eingestellt habt. Aber wenn ich daran was ändern soll, auch gerne Bescheid sagen, Leute. Oh shit, ich sehe gerade, ich habe irgendwo meinen Holzstamm verloren. Ist egal, es gibt ja noch Holz hier. Ich finde immer noch deinen Schlafanzug echt süß. Danke, na, der macht Bequemlichkeit jetzt ziemlich hoch, das freut mich. Ich mag es bequem. Alter, ihr wird da ankommen. Dauert Jahrhunderte, ja. Es ist komisch, dass wir auch das Teil nur so kurz machen können. Ja, ich kann es halt nicht einschätzen. Das Problem ist halt dadurch, dass du es festmachst und dann ploppt es halt irgendwann weg und dann ist halt blöd. Nicht mehr, nur von der Base bis zum Berg hoch, das wäre schon ziemlich cool, aber schade, dass das nicht geht. Ja, naja, gut, das ist halt ein bisschen realistisch. Lösen. Aber. Aber ist ja nicht. Aber vielleicht hätten wir wirklich als erstes ein Baumhaus bauen sollen und dann immer von Weg zu Weg ein kleines Baumhaus. Naja, dass es oben ist, ja klar. Aber dann musst du halt jedes Mal überall im Umkreis Holz hacken. Ja, okay, das stimmt auch. Ja, aber eine Plattform zu bauen ist da jetzt nicht so das Problem, oder? Nee, es müsste ja bei jedem, sag ich mal, Knotenpunkt eine Plattform gebaut werden. Du brauchst 7 Stämme und ein Seil, um eine Plattform zu bauen. Eine Standardplattform. Die größere Plattform braucht 35 Stämme und ein Seil. Und dann kommen schon die Baumhäuser. Das kleine Baumhaus braucht 70 Stämme und ein Seil. Und das große Baumhaus braucht 96 Stämme. Ja, kommt im Wort. Aber das große braucht kein Seil, oder? Der braucht kein Seil, ne. Da hast du recht. Warum kann ich das hier nicht anhängen? Ja, komisch. Wir haben ja diese Peilsender bekommen. Jo. Aber ich kannst du die nur zu Menschen. Ich kann sie ja bei dir auch nicht dran machen. Kannst du nicht einfach auf den Boden packen? Na, oder? Nee, warte, ich pack mal was. Pack ich oder was wir drin. Stellen hier einen Stamm auf, dann kannst du den vielleicht daran klatschen. Ja, das habe ich mir heute auch gehört. Ja, das kann gut möglich sein. Gut, dann kurz mal hacken hier. Geht das eigentlich auch mit dem Katana? Nö, ne? Weiß ich nicht. Vorsicht! Ich will dich nicht treffen. Alles klar. Geht nicht. Wäre auch ein bisschen krass. Was war das? Also hier bei dir einfach einen Stamm hinstellen, oder was? Ja. Nee, ich kann ihn nicht verwenden. Wieder auch nicht? Komisch. Sammel. Was sind denn die denn da, wenn man die nirgendwo hinpacken kann? Das ist mal eine gute Frage. Warte mal, wo waren die? War noch hier irgendwo irgendwas rundet, oder? Oder hat die alle aus dem Menü rausgepackt? Ach, da. Ja, das. Ah, drück mal Rechtsklick. Ja, mir kann ich es doch ändern. Ja, das geht, aber. Es wird automatisch. Nee, man schleppt es mit sich rum. Ja, wenn du es aus der Hand packst, ist es weg. Aber man muss es ja irgendwie speichern können. Entweder muss man sich. Ja, aber macht doch gar keinen Sinn, dass man davon denn auch mehrere findet. Wenn man. Man kann. Ja, verstehe ich jetzt auch noch nicht. Also man kann das einstellen, was man hat. Aber wenn man es ja nirgendwo hinpacken oder festmachen kann.
Weil da ist ja alles bei Radio. Oder das mit dem Reh oder so müsste man ja auch irgendwo. Check ich nicht. Nö, stell mal einen Stock hin. Ja, warte hier, ich hole einen. Ja, scheiße, erstmal ein Lagerfeuer. Ach, und schon wieder. Okay, ich hab einen Stock. Jetzt geht's. Ja, ah, okay. Man muss jetzt erst einen Stock oder? Machen. Okay. Ja, jetzt haben wir ein Herz dran. Rätsel gelöst. Okay, na gut, dann weiter. Seht ihr das bei euch auch auf der Karte? Ja, dann das machen Herz. Wir erstmal. Dann machen wir, ja. Dann lasse ich das erstmal dran, oder? Willst du das markiert haben, David, oder nicht? Oh, scheiße. Warte. Nee. Warte. Stehen hier ja, im Dunkeln. Okay. Kommst du nochmal zurück, David, oder? Du hast schon weiter. Nee. Hä? Also, ich sehe es auf der Karte. Ach so, ja, soll es jetzt hier bleiben und markiert bleiben, oder soll ich es mir wieder einstecken? Ich habe nur zwei Stück bei. Nee, das soll hier markiert bleiben. Gut. Dann ist das Herz der... Okay, jetzt hast du es geändert in der Batterie. Oder? Ne, ist die ganze Zeit schon so, diese Batterie. Und bei mir war es gerade ein Herz. Ist ja egal. Ist ja egal, sagt er. Ich will zur Höhle. Es ist Nacht, zur Höhle? Es ist Nacht und ich will nicht im Dunkeln laufen. Okay. Aber es ist Nacht und wir laufen gerade im Dunkeln. Ja. Danke. Ich meine, ich sehe wenigstens ein bisschen, wird aber... Aber mal kurz schlafen. Aber wie viel ist es denn? 21 Uhr ist Bettzeit. Ah, okay, das dauert noch ewig, ja. Ja. Bau mal auf, David. Gute Nacht. Gut's Nächtle. Bis bald nachher. Ein richtig schöner. Leute, ich hab ein Elch gekillt. Ich hab ein Elch gekillt, kommt her. Hinter dir ist auch noch ein Elch. Fleisch. Ach ne, erst Leder. Alter, liegt hier für Fleisch. Und hier heute. Ja, das ist doch ganz gut, dass wir hier schon eine Leine hin haben. Dann können wir hier immer Dings. Also, hätten wir den Bambi mal auswählen sollen als Marker. Ja, Herz ist ja. Aber Elch ist ja kein Bambi. Aber Elch ist ja kein Bambi, Digga. Ja. Aber man kann ja hier nicht für alles leider ein Symbol. Also wäre schön, wenn man das machen könnte, aber kann man ja leider nicht. Also ich glaube, das wäre das schon, was es am ehesten betreffen würde. Und bis wir zu Hause sind, ist das Fleisch jetzt eh vergammelt. Kannst du natürlich auch noch einen Helikopter nehmen. Ja, du kannst aber das Fleisch fallen lassen und wieder aufsammeln, Digga, dann ist es ja frisch. Sicher, dass das noch funktioniert? Ja, also aber beim Grill funktioniert das ja. Das Braten funktioniert. Okay. Das Wandern ist des Müllers Lust. Ist ja ekelhaft. Was kriegt man eigentlich? Ich hab dir schon mal einen von den bunten Vögeln erwischt. Kriegt man da irgendwas anderes draus? Nein, Digga, ich glaube, da kriegst du auch noch Federn. Hm. Also ich habe noch keinen abgeschossen, aber... Ich hab noch was soll das für einen Unterschied machen, Digga? Keine Ahnung. Das sind doch keine Eisenvögel oder Feuervögel oder sowas. Das sind ja ganz normale Vögel, nur andere Farbe. Wir könnten uns alle einen Schlitten drucken. Hier war doch, glaube ich, ein 3D-Drucker. Hier drinnen, meinst du? Wie meinst du? Die Dinger, die wir ausgebuddelt haben, waren noch bis jetzt immer mit dem 3D-Drucker. Jo. Ja, aber vielleicht irrst du dich. Vielleicht irrst du dich in dem Fall. Na, dann kriegst du halt keinen. Nein, ich sage nur vielleicht und oh, du hast den Staubsauger kaputt gemacht. Und? Jetzt kann er ihn nicht mehr sauber halten, alles. Ja, ja, guck doch mal, wie es hier aussieht. Nee, der war motiviert gerade alles zu machen. Stechen. Okay, hätte ich gar nicht trinken müssen. Hätte ich ihn lieber einstecken sollen. Okay. Gut, dann mach ich mir mal so einen Schnitten. Ihr habt ja einen, wa? Nee.
Ich höre ein Baby. Ich will euch nicht beunruhigen, aber ich höre ein Baby. Oh Gott, ich sehe das Baby. Oh, hier ist nochmal das Laservisier. Hier bei dem Computer. Bist da noch mehr, David? Ich glaube, das verwerflich ist, weil ich es mit dem Wolfschläger platz mache. Hier liegt noch ein Laservisier. Laservisier? Für die Waffen. Muss der öfter sammeln, wenn du das bei anderen Waffen haben willst. So, das habe ich schon. Bin ja, aber das Visier hatte ich hier gar nicht. Wahrscheinlich. Ja, aber wenn du noch eins möchtest für eine andere Waffe, dann musst du das nicht dauernd tauschen, sondern kannst das auf mehreren Waffen ranmachen. Aber wie ich gerade sehe, musst du erst das Visier auch irgendwo verbaut haben, weil sonst wird es nicht wieder geploppt. Ja, ich hab's ja verbaut auf eine Waffe. Ja, genau. Und jetzt kann ich mir ja noch auf einer zweiten machen. Aber ich zum Beispiel nicht und da sehe ich ja gerade keinen. Das wollte ich nur damit sagen. Jo. Ich glaube wirklich was. Naja, dann habt ihr einen Schlitten gedruckt in der Zeit? Ich hab einen, ja. Wo ist denn der überhaupt im Inventar? Ganz da oben links. Ich druck meinen jetzt. Ja, gedruckter Schlitten. Oh lol. Okay. Hast du gerade das Baby getasert oder hast du es gehauen? Nee, ich hab einen Golfschläger und dann machst du. Achso, und dann putten, wa? Diese kleinen Putty, zack, und dann haust du die auf den Rücken weg. Na, kannst ja mit den Golfbällen, die wir gefunden haben, können wir ja nachher eine Runde Golf spielen. Zwar bloß irgendwo uns einen Stamm oder einen Ast reinstecken, da hast du das Loch und dann jetzt ab. So, hab auch meinen Schlitten. Hallo. Ich kann nicht so langsam an. Was denn mehr? Bist du noch? Ich bin noch da, ja, ich lebe noch. Ich guck bloß, ob hier hinten irgendwas nachgespawnt ist. Hier ist nochmal Tinte. Da ist Tinte. Und ein bisschen Draht. Also ich jetzt hier nicht. Wie viel hatten wir jetzt eigentlich noch? Also ich will mal kurz noch Pfeile drücken. Wo ist denn die Tinte nochmal? Da oben, war. Ich hab noch 404. Ich 190. Jetzt da hinten, wo wir gerade waren, lag noch 100 oder hast du die gerade noch eingesammelt? Die habe ich gerade schon eingesammelt. Ah, okay. Still. Es ist so still. Ich häng fest. Ach, jetzt. Kann man denn eigentlich tragen? Weiß ich nicht. Musst du mal ausprobieren. Wir können ja ein Weilchen drucken. Ich glaube 20. 15 bei. Guck mal, sind es wieder 5. Aber sind ja normale Pfeile, wa? Ja. Wie, nee, das sind Armbrustpfeile. Nee. Das ist ganz normaler Pfeil, was du da machst. 3D gedruckter Pfeil. Das ist, ja, kein Bolzen, Dicker. Ist kein Bolzen. Bolzen kannst du nur mit der Armbrust schießen. Ich kann die nicht mit der. Mm-mm. Mit dem Bogen kannst du die machen, ja. Aber nicht mit der Armbrust. Es ist ja Pfeil, kein Bolzen, wie gesagt. Ja, ja, und aber den Combat-Bogen haben wir noch nicht. Ja, aber Enthaken können wir nur drucken, technisch, Schlitten, Pfeil, Trinkflasche. Wie können wir denn sonst? Nee, ich hab wieder Pfeile in der Armbrust, Junge. Ja, Pfeile hast du aber keine Bolzen, Digga. Wie gesagt, du kannst die nicht mit diesen anderen Geräten, mit der Armbrust, kannst du das nicht verschießen. Okay. Meinst du jetzt die Seile, Rutschenseile oder was? Na, die 3D gedruckten Pfeile kannst du nicht mit der Armbrust schießen. Richtig, weil du dafür Armbrustbolzen brauchst. Sagt der User ganz direkt. Ah ja, ich habe gerade gesehen, ich habe noch einen Pfeil, deswegen habe ich noch einen drin. Ah. Jetzt hab mich angenommen, jetzt hab ich einen Pfeil, jetzt hast du keinen mehr. Du Hund. Ja, User.
Was hast du mir jetzt geschossen? Pfeil, okay. Aber hör mir auf, wie gesagt, du zerstörst damit meine Rüstung. Das ist nicht so cool. Ja, aber warum? Was warum? Weil du auf mich schießt? Könnte das der Grund sein? Ach, den kann ich nicht mehr zielen, oder? Ah, okay. Gleich mal aus. Wenn er nachgeladen hat, wird das der Pfeil schon nicht mehr mit mir. Doch, geht. Das ist ja scheiße. Ja gut, dann ist das der Müll. Ich dachte, man kann sich Armbrustpfeile bei dem Teil drucken. Nee, leider nicht. Aber wie kriegen wir... Aber Armbrustbolzen können wir doch herstellen, oder? Ja, die Bolzen müssen wir crashen, Dicker. Ja, und aus was? Oder wo haben wir die bis jetzt alle gesammelt? Ich glaube nicht, dass wir die... Ich hatte doch auch schon welche. Ja, wir hatten alle welche, deswegen dachte ich, wir haben welche gedruckt. Nee, gedruckt hatten wir die nie, wie gesagt. Die haben wir, glaube ich, hergestellt einfach. Ja, aber herstellen geht ja auch nicht. Eigentlich? Dann müssen wir die wahrscheinlich in irgendeiner Höhle oder so gefunden haben. Geht nicht, aber man müsste doch hier die Taschenlampe unten an die Wand. Sorry, ich hab euch gerade nicht zuhört, oder? Na, wo wir die Bolzen herkriegen, ist die Frage. Oh, gute Frage. Nicht. Okay. Ich kann mir nur vorstellen, dass wir die irgendwo in der Höhle gefunden haben. Man kann da nicht mehr. Oder wir haben die bei uns zum Dorf von denen. Ja. Das war weird. Na ja, let's go. Ich glaub, für die Musik echt episch ist. Ja, die ballert gerade gut. Nee, komm. Die Mucke meint ihr? Ja. Die ist mega awesome. Nervig. Oh, hier hört's auf, Gott sei Dank. Ah, okay. Ich hatte auch irgendwas gesehen, da hat jemand in den, hat das Spiel leicht umgeschrieben und hat Calvin so eine Box in die Hand gedrückt. Der ist dann so als Musikbox die ganze Zeit hinterhergelaufen. Das ist auch cool. Das ist wiederum lustig, ja. Also, ist es im Dunkeln ja besser, würde ich sagen. Oh, hier ist andersrum. So, ab nach oben. Gar nicht, ey. Gut, dann weiter den Berg hoch, oder was? Oder? Oh. Gut Ding. Oder was ist der Plan? Aua! Wow. Hier ist noch... Alter, hinten. Alter, der tritt mich einfach weg, der Wichser. Hinter die... Achso, hier ist Kelvin. Erstmal die Beine weggesäbelt. Hier ist damit noch Tinte. Damit er nie wieder treten kann, der Hund. Kannst du, jetzt. Ich hab alles mitgenommen. Ah, ein Fleischsack liegt ja auch noch in dem zerstückelten Typen. Den hab ich auch schon. Okay. Ach scheiße, ich wollte das schnell, weil Menü nehmen. Egal. Bei mir hochgesprungen, der ist durch die Leiche gebacken hochgesprungen. Ah, okay. In der Luft gefahren. Wow, richtiger Baseballer hier. Baseball? Ja, die fangen auch Bälle. Ja. Footballer. Ja gut, Footballer. Die fangen auch Bälle. Ein Basketballer fängt auch Bälle, die von seinen Teamkameraden. Torwart auch, ja. Da können wir ewig weitermachen. Sogar Golflöcher fangen Bälle. Ja. Jemand schon eine Idee, wie wir auf den Berg kommen? Mit einer positiven, da oben drauf? Und mit einer positiven Grundeinstellung auf jeden Fall. Ja, da sind, hat Jusmo recht. Diese hier sind Mutanten, die sich... Oh, dann lass mal hier gucken, ob es hier vielleicht Pfeile gibt. Um die Ureinwohner kümmern. Wollen wir das hier, oder wollen wir Berg? Alter, hier sind so viele Fingertypen, haben wir eigentlich gar nicht so Lust drauf. Fingertypen? Dann mag keine Fingertypen. Die mit dem offenen Brustkorb? Ja, na, das sind doch Finger, die da außen rum sind. Ich dachte, das wären Zähne. Echt? Nein, das sind Finger. Also, das sind fünf Stücke. Mann, so nah ist mir noch nie angeguckt. Das sind alles Finger, die da außen rum sind. Und zwei doppelte. Also ein Finger, Mann. Digga, wir sind schon weitergelaufen. Ja, die kommen aber euch hinterher oder so. Die rennen jetzt hier den Berg gerade hoch. Ja, vielleicht ist das so eine Art Training bei denen. Die rennen hier hinterher, ja. Ich hab doch nichts gemacht, bin bloß kurz stehen geblieben, hab geguckt und dann...
Der hat nur eine Granate reingeworfen, mein Gott. Also. Na, dann wären sie ja hoffentlich fast alle tot, wenn ich das gemacht hätte. Aber das wäre eine gute Idee gewesen, Jusen. Ja, die kommen immer zu spät bei mir, die guten Ideen. Typischer Jusen. Hat jemand eine Idee, wie wir hochkommen? Hör doch mal oft so oft zu fragen. Irgendwo gibt es normalerweise einen Pfad. Guck mal hier einfach hoch. Und dann geht's erstmal nicht mehr. Und du stirbst, wenn du runterfällst. Ja, das wird. Ja, wir müssen hier so. Okay, Alter! Noch... Alter! Ich rutsche. Das tat leicht weh. Hat leicht geleckt. Aber hier ist also, lass uns einfach. Wir müssen gar nicht über den Berg. Wir müssen rechts vorbei. Wir müssen gar nicht hoch. Richtig. Der richtige Berg kommt erst später. Ihr seht das Ding auch auf dem GPS-Tracker. Nee, wir haben GPS aber nicht in der Hand. Ich auch nicht. Ach so. Schön, dass ihr mir mal blind vertraut. Ja, du bist wieder. Gut, ich vertraue dir halt nicht mehr. Der Bandleader. Jetzt müssen wir am Fluss hochgehen. Ist ja rechts, wir müssen sowieso noch viel weiter rechts eigentlich. Wenn man ganz rauszoomt, sieht man die Karte ja schon. Hier waren wir schon in der Höhle, oder was? Hier waren wir schon, ja. Ja, stimmt, kommt mir ein bisschen bekannt vor. Dann gerne auch mal rein. Alles gut. Ich soll nachgespannt sein. Jetzt schauen wir mal weiter. Brauchst du Holz oder was machst du da? Achso, du hast einen Vogel getötet. Ananas farbige, aber der gibt nicht mal Fleisch, hä? Der gibt eigentlich mal Federn. Doch, der Federn kam raus. Ja, aber die kannst du nicht heute noch zergeben. Da gibt es zwar super klein. Bin ich auch wundern, wenn da so ein fettes Steak rauskommt. Ja. Die haben Büffelfleisch, oder hä? Obwohl aus so einem Eichhörnchen kommt halt auch Fleisch raus. Ja. Da stimmt mal ein Wanderlied an. Ein Wanderlied? Wann habe ich das letzte Mal ein Wanderlied gehört, du? Weiß ich nicht. Deswegen kann ich auch kein singen. Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho. Okay. Ein Wanderlied. Hey Zwerge, go, go, go. Alles klar, der. Hey, Jusen, dann sag doch ein besseres. Weißt du? Ich höre nichts von dir. Blau, blau, blau blüht der Enzion. Tralalalala. Tralalala. Ich kenne auch keine Wanderlieder. Wenn ich wandern gehe, dann singe ich nicht, sondern. Du hörst ja, Musik. Genau, ich höre Musik und lebe meine eigene Time Wave. Aber halt keine Wanderlieder. Nee. Das sind eher Rap-Lieder, die ich da mit grülle, wie so ein Behinderter. Und Zucker mal ein Hihi, schau mal um, ja. Hallo, was wollen wir auf Devot? Ja, hier sind kleine Hoppelhäschen. Kaum habe ich euch gelehrt, wie man die Karte benutzt, rennt ihr weg. Hier kann man Hasen fangen. Da kannst du da mal eine Hasenfalle hinbauen, aber den müssen wir uns merken. Da musstest du wieder so einen Stock hinstellen und einen Marker setzen. Nee. Dann laufen wir jetzt weiter. Ach, scheiße. Ich sehe schon, kommen wir euch beide gegenseitig die Beine wegfetzen. Ja, und flutsch. Na, dieser kommt der. So, wir sind da. Ja, nice. Keine Ahnung, wo da ist, Seide, aber ist schön. Folie. Bei der Höhle. Hier kann man schlafen. Dosenöffner liegt hier. Vor mir auf dem Boden. Ich hab den Dosenöffner. Ich auch nicht. Ich hab schon Katzenfutter gefressen, hast du gesehen. Ja, aus Versehen. Und er meint nicht im Spiel. Ne? Und er meint nicht im Spiel. Oh, das knackt, wenn man drauf tritt. Alter, hier ist so ein Helm, krass.
Digga, weil es Eis ist. Und das könnte auch umbrechen, das Eis. Sein. So viele Seilbahnen. Money, money, money. Aber hier gibt's echt nur Katzenfutter, wa? Ich habe noch nie Hundefutter gegessen. So, was wir können ja mal kurz speichern. Speichern ist eine verdammt gute Idee, Digga. Ja, da hast du recht. Dann gehen wir mal rein. Oh, hier ist schon ein Skelettitus. Skelettitus. Hallo, Skelettitus. Sogar ein paar mehr. Ja, Flaschen habe ich auch zu viel. Oh, noch mehr Katzenfutter. Ja, noch mehr Seile. Ey. Achso, nee. Ich habe erst gedacht, das ist ein Bierhelm. Ja klar, bei der deswegen sind sie gestorben, haben so viel gesoffen. Ja, nee, war eine tolle Höhle. War echt eine tolle Höhle. Ja, ist echt gut, also. Also hier mache ich meinen nächsten Urlaub auf jeden Fall. Echt jetzt? Ja, das war die Höhle. Okay, habe ich gerade ein bisschen mehr erwartet. Dann ab zur nächsten, oder was? Nee, muss noch irgendwo eine Höhle sein, das ist so eine Verarsche. Na, oder nee, das ist die Höhle, Digi. Oder wir brauchen Flammenwerfer. Ja, aber wir brauchen Flammenwerfer, damit wir da die Wege frei machen. Nee, die Höhlen, die wir hatten, da bist du doch immer reingekrochen durch den Spalt. Denke ich jetzt mal nicht. Vielleicht kommen wir da erst, wenn wir durch eine andere Höhle gehen, dann passiert wieder irgendwas und dann sprengt sich hier irgendwo ein Loch rein, aber... Sieht für mich nicht so nach Fake-Wände hier aus, so unbedingt. So beschiss. Na gut. Nee, hier ist so rein gar nichts. Müssen wir in die Richtung noch weiter, oder? Wie ist das hier nach oben? Aber ich würde sagen, ich glaube, wir laufen hier lang. Okay, so willst du. Ich bin erstaunt, dass mein Dude nicht friert. Also ich auch. Obwohl du nur einen Schlafanzug hast. Ja, stimmt. Der hat ja aber die Bequemlichkeit. Aber die Bequemlichkeit ist ziemlich hoch. Ja. Vielleicht, du bist ja nicht so schnell müde. Vielleicht fühle ich mich gerade so kuschelig und wohlbehütet, dass ich gar keine Kälte merke. Ist die Frage, ob wir jetzt hier oben überhaupt drüber laufen können. Ich folge dem Blauen. Ich bin lila. Ich bin lila. Nee, wir spielen nicht Worms, Leute. Hätte sein können. Aber sind Menschen nicht nur Würmer mit Gliedmaßen? Meinetwegen kann für dich ein Mensch alles sein. Dankeschön. Eine Frage sind, wären Würmer ohne Arm, mit armen Menschen? Echt, und die Frage ist schwierig. Also ich höre mal mehr zu. Anscheinend ist das eine sehr gute Frage. Und zeichnet ein Mensch, wird ein Mensch nur ausgezeichnet durch seine Gliedmaßen? Was mit den Leuten, die keine Gliedmaßen mehr haben, sind das dann keine Menschen mehr? Jetzt hast du ja eine Diskussion angefangen, David. Gute Frage. Im Endeffekt sehe ich sowas alles gar nicht. Also ich sehe nur zum Beispiel Säugetiere, Vögel. Kommt immer drauf an, wie sie halt Kinder auf die Welt bringen. So. Manche in Eiern, manche lebendig, ganz unterschiedlich. Ja, aber Vögel, nicht nur Vögel legen Eier, Echsen legen ja auch Eier. Ja, genau. Und das ist doch eigentlich... Ah, jetzt wird mir kalt. Und so kann man auch viel mehr den Ursprung deren Gene auch viel besser herausfinden. Scheiße, Ausdauer ist gleich leer. Hoffentlich rutsche ich jetzt nicht gleich runter. Alter, aber Biom ist mega kalt. Also jetzt okay, ist geht. Kälte da. Wenn ich immer weiter springe, komme ich hier immer höher an der Rille. Ah krass, wenn man springt, geht auch die Kälte ein bisschen weg. Oder täuscht das? Weiß ich nicht. Ich glaube, die steigt immer weiter. Wir müssen langsam schnell machen. Bei mir ist die Hälfte jetzt schon. Ja, aber das heißt doch nur, dass wir keine Ausdauer haben. Ist doch dann eigentlich egal, oder? Okay. Ja, ohne Ausdauer. Okay, ich bin ganz oben. Wir kommen, Jusen. Aber hier oben ist rein gar nichts. Ist mir klar. Sieht man auch auf der Karte, dass hier nichts ist. Aber jetzt können wir hier runter in den Tal, ins Tal fahren mit dem Schlitten. Jo, das schon. Aber ich will vielleicht hier noch ein bisschen an der Seite vorbei. Ja, wir laufen den Kamm erstmal noch weiter, ja. Oder wollen wir hier so eine Seilbahn, bringt da nichts, okay.
Nee, einfach da vorne irgendwo und dann müssten wir ja, denke ich mal, recht gut runterrutschen, buddeln können. Ich versuche mal von hier aus mein Glück nach da unten. Einfach ausrüsten oder was? In der Hand nehmen. Wo hast du gesagt, ist das Ding, David? Oben links. Oben links. Ganz oben links. In die Hand nehmen, springen und benutzen drücken. Wuhu! Benutzen drücken? Okay. Ich hab gedacht, ich könnte da weiter an der Seite lang. Wuhu! Kann ich absteigen? Danke. Oh, ich dachte, man kommt hier hoch. Man kommt hier hoch? Ne, wir müssen noch runter. Nee, da war so ein kleiner Berganfang, meine ich. Eigentlich schon wie eine Rampe war hier, sondern hätte es da drüber segeln müssen. Ja, deswegen. Hui. Mann. Ja, man zieht voll zur Seite und so. Es funktioniert irgendwie nicht gut. Nee, lenken kannst du mit dem kaum. Ja, lenken ist ja nicht so das Problem. Alter, Alter. Oh, okay. Sondern, dass man rutscht. Alter! Alter! Das ist schnell. Wuhu. Hi, David. Ah, nee, das wieder. Sehr schön. Gut, die müssen wir das hier. Das Eis rüber macht komische Geräusche. Dann muss ich zu euch. Kommt ihr zu mir oder muss ich zu euch? Oh, man kriegt auf jeden Fall gut Tempo mit dem Ding drauf. Also gar keine Antwort, das ist die geilste. Ja, finde ich auch. Ja, guckt auf die Karte, hier ist doch die Höhle. Was ist nein, ich kann nicht lesen. Ich kann keine Karten lesen. Du musst doch einfach nur M drücken. M für Map. Map heißt Karte. Du, Buchstaben mag ich nicht so sehr. Okay. Kartenmarker auch nicht. Wir besorgen den Controller, da hast du Kreise, Plusse und so was. Gegen Controller wiederum bin ich ein bisschen allergisch. Okay. Und hier oben ist noch ein kleines Camp. Ja, ich sterbe hier im Wasser, weil ich nicht hochkomme. Schwing! Was? Schwing! Warum bist du jetzt so gemein eigentlich? Immer gemein. Pistolenmuni. So was Gutes. Und was zu essen. Und Tabletten. Essen und Tabletten haben die übrig gelassen und dann sind die. Ah ne, die, okay, die sind tot. Die sind. Ich würde sagen, die sind tot, David. Ja. Das sieht schon ganz schön blau aus. Der oder es sind Schlümpfe. Digga, der chillt auch nur alles. Cool. Wir haben Schlümpfe gefunden. Oder so. Naja, er hat einen Hut auf und ist blau. Also. Sehr primitiv gedacht. Das ist wieder so eine komische Höhle. Fleck kurz. Wo denn das so blöde Höhle? Vielleicht, weil die erst noch ausgebaut werden. Ja, klar, aber kann doch nicht sein, dass diese dachten so, Alter, wir machen schnell geile Schneegebiete. Da hätten sie den Marker weglassen sollen, weil David. Nee, jetzt nicht irgendwas. Dann wird der David sauer! Oh Junge, Alter, kann doch nicht sein. Ja, wieder das gleiche wie drüben. Ist doch kein Marker wert. Ist ja nicht so, dass wir auch richtig geilen Loot hier bekommen. Was bringt uns das Geld denn? Vielleicht finden wir später noch Automat. Na, für Bomben, soweit ich weiß. Achso, kann auch sein, dass man das dafür braucht. Damit so eine Splitterbombe wird oder sowas. Alter, warum leckt's denn hier zwischendurch in der Eishöhle? Weil die Scheiße ist. Deswegen leckt es. Ich habe nichts geändert am Spiel. Ja, das leckt ja bei uns auch. Bei dem Grün, was jetzt gerade unten nach oben wäre und bei der Höhle, da waren wir schon, wa? Das Grüne, was jetzt. Was sind wirklich oben? Ja, gibt's hier in die Richtung, wo ich jetzt gucke. Ja, das ist doch unsere Base ungefähr, oder? Nee, ich sehe davon gar nichts auf der Karte, was du meinst. Ja, geh mal wieder aufs Steuerrad der Maus. Ich bin ganz weit raus. Ja, und geradezu ist eine Höhle. Genau, das ist eine Höhle und da ist eine Höhle. Nee, und da drüber ist grün. Auf der Karte. Ja, wir gucken mal. Ah, okay, ich hätte nochmal drücken müssen, ja. Und da ist so ein See und da ist so ein See und da ist so ein grüner Punkt über den See. Aber ich glaube nicht, dass wir da waren. Ich glaube, wir waren gestern da. Ey, wir sind gar nicht dahin gelaufen, Dicker. Das ist die andere Seite der Map. Ich glaube noch nicht, dass wir da waren. So, du und Peiler, das kann sein, dass ihr gestern da wart. Okay, nein, dann gehen wir da hin. Dann ist da noch eine Höhle und dann holen wir uns das Grüne dahinter noch. Aber ich sag, da ist dieser Würfel. Also da, nicht der. Okay. Dieses komische Gebilde, wo wir mit dem Arm nicht reinkamen.
Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht, dass es hinter dem Berg war. Mal gucken. Achso, Berge hochlaufen. Spät ist es eigentlich 16 Uhr. Ich kann auch nicht spenden. Dann rodeln wir halt eine Runde. Okay, geht nicht. Muss wohl steiler sein. Ja, na, hier ist auch Tiefschnee. Tiefer Schnee. Gut. Sind hier irgendwo Rodelstrecken ausgezeichnet? Jetzt hier auf der anderen Seite, bei mir musst du lang. Ah. Hier müssen wir runter. Müssen bis da? Ja. Ich bin hier, ja. Ein Opferplätze. Ach, das wird doch nichts, Alter. Wow. Oh, Baum gerammt. Joi. Wow. Weggeflutscht. Alter, ich fliege. Ich fliege. Wow. Ich bin ein Pinball, Alter. Was ist jetzt los? Bin ich jetzt im Baum drin? Oh, sehr schön. Attacke weiter. Wow. Macht schon mehr Spaß. Wie so ein Pinball, Alter. Wuhu. Bing. Bong. Oh, sehr schön. Das war ja was, Alter. Alter. Kriegt richtig Karacho drauf manchmal, wa? Ja. Ich höre hier was piepen. Hörst du es auch, David? Nee, ich höre noch kein Piepen. Ganz leise. Hörst du es nicht? Nee, ich höre nichts bei mir. Warte mal, ich komme, aber ich höre auch nichts. Ich höre da ganz leicht immer ein Piepen. Alle paar Sekunden. Okay. Aber wer weiß, vielleicht bin ich schon verrückt, Leute. Das glaube ich eher, ja. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, ja. Aber ich würde wahnsinniger sagen. Wieso? Nee, das Wort mit N kommt nicht in meinen Wortschatz vor. Was ist mit der Kopfnicke? Das Wort benutze ich auch nicht. Oh, sagt sie Kopfnicker? Dann sollte ich sowas mal sagen. Ja, beim Headbang. Ah, guck mal, was für ein krasser Kopfnicker. Nee. Das heißt ja Headbang, hast du ja selber gerade gesagt. Aber hier ist die Höhleeingang. Ja, David hat recht, wir waren hier schon mal an einem großen See, oder? Weiß es. Ich geh mal rein, dann werden wir uns mal sehen.